Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein, bayerischer General und Orientkenner. Lebenserinnerungen, Tagebücher und Berichte 1914 bis 1946. Die Quellenedition versammelt Schriften einer schillernden Gestalt der deutschen Militärgeschichte. Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein war bayerischer General und ging 1913 zur deutschen Militärmission nach Konstantinopel. Der osmanische Sieg über die Briten in der zweiten Gaza-Schlacht 1917 ging vor allem auf die Leistung von Kress zurück. 1918 übernahm er das Kommando über die deutsche Kaukasus-Expedition in Transkaukasien und wurde mit deutschen Verbänden in die junge Republik Georgien geschickt, um zu verhindern, dass die Rote Armee in Abchasien eindrang. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde Kress in die Zentralstelle des bayerischen Generalstabs. Während des Hitlerputsches von 1923 stand er auf der Seite der Reichswehrführung in Berlin.